Oh ja, deutsche Memes, die immer cool bleiben. Deutsche Memes. Sieht man das? Ja. Darauf erstmal ein Stößchen. Vielleicht Let's go. Nach Shopping-Stream. Eine Frage habe ich noch. Darf ich den Schlauch mal halten? Nein. Darf ich den Schlauch mal halten? Komm. Vielleicht später. Chillig. Oh nein. Ich mach sonst auch gerne. Nein, der Clip ist direkt drin. Bro, wo ist der hin? Oh nein! Oh nein! Ey Chat, das war so ein geiler Moment, Digga. Das war so ein geiler Moment gestern. Oh, Bro. Ich bin jetzt auch schon wieder. Hallo, wer ist am Telefon? Guten Morgen, hier ist Helmut. Guten Morgen, Helmut. Schön, dass Sie dabei sind. Helmut, Ihr Wort hätte ich gerne. Ja. Ja. Jawohl. Jawohl. Helmut? Ja, hallo. Helmut? Ich habe einen Brief gekriegt. Ich frage mich nur von wem. Angela Merkel, mach Shisha. It's expensive, the couch. I believe it is expensive. Ja? It's custom designed. Oh no. Aha. Very expensive. Kaschmir. Kaschmir Design. Aufgekickt? Cookie, ich habe deine Mutter gekickt. Wenn man die Mutter von einem Hund fickt, dann hat man Hund gefickt. Ja. Digga, bester Song. Wieso ist Marcel manchmal mit Memes so 20 Jahre zurück, Alter? Bin sauer. Mhm. Ich bin wieder mal sauer. Mhm. Waren Sie wählen? Nee, mich wählt auch keiner. Nee, ich war nicht wählen. Mich wählt auch keiner stark. Wollen wir beide gleich einen Lütten trinken? Ei, jawohl, richtig. Oh. Ist ja ein echter? Das ist ein echter, das ist ein 12 Jahre alter. Der wurde vom blinden italienischen Bauern unter Wasser gezüchtet. Der Duft von Whisky und Weltfrieden liegt in der Luft. Ich bin schuld. Ich bin schuld. Tut mir echt leid, aber es musste sein. Ich bringe die Jungs jetzt ganz groß raus. Für alle die Person, ich kenne jetzt gerade, der gesprochen hat, weil er über 50 ist, das war Stefan Raab. Der unbekannte Soldat, der rechts und links verwechselt. Rechts. Um. Ein grober Kuss. Oh, nochmal. Wie er da steht. Kennt ihr das, wenn ihr so... Ja. Wenn ihr so Bäume anfasst? Man wird... Nee. Und euch denkt so... Boah, so geil. Dass das halt krass ist? Nee. Die jungen Leute, ja, Digga. Also ein paar kenne ich schon, Digga. Bro. Na? Na? Was geht ab? Alter, wenn mir so eine Frau entgegenkommen würde in der Innenstadt, ich weiß ja nicht, ob ich da nicht Pfefferspray rausholen würde. Na, was geht ab? Also, ich krieg schon zu Hause auch. Chill mal, Mama. Chill mal. Bleib cool. Du hast auch einen dicken Penis. Das ist okay. Wie man so sagt, wie der Kopf eines Mannes, so auch sein Johannes. Aber es ich habe einen Kopf, einen großen Kopf. Ging auch darum, dass der eine oder die andere auch mal in der Beziehung betrogen hat. Mhm. Jetzt hattest du parallel zum Steffen noch eine Beziehung, richtig? Mhm. Mit wem? Mhm. Mit dem Mike. Nee, ist noch ein anderer. Ach so. Mit Marcel. Nee, noch ein anderer. Oh, 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 oh. Mit Heiko. Nee, anderer. Oh. Mit Micha? Ja. Wenn einer Micha zu mir sagt, Hurensohn, sag ich, ja, du hast recht. Ja, ist so. Heilig. Was, warum? Die war eine Hure. Ja, Digga, um es zu sagen wie Robert Geis,
Zur Seite mit dir, Geringverdiener. Purer neidischer Kommentar, Digga. Oh Mann, Alter. Oh, Junge, Alter. Digga, ich will das auch probieren, was er genommen hat. Tage ist so lang. 11 Tage sind mehr als 2 Wochen, Digga. Das ist... Junge. Das ist aus dem Kontext geschnitten. Das ist aus dem Kontext geschnitten. Bitte, bitte versteht, dass das nicht so von mir... Dass das aus dem Kontext geschnitten gewesen ist. Nicht von mir so gesagt worden ist. Das schon, aber das hat er... Wenn mein Crush ihrer Freundin von der letzten Nacht erzählt... Schon nicht gut. Das hat er schon gut gemacht. Das war schon nicht schlecht. War schon gut. War eine solide Performance. Kann man sich schon fast nicht blamieren für. Redet sie da über mich, Leute? Über wen redet sie da? Redet sie schon über mich, oder? Redet sie über mich, Chat, ne? Einen ganz besonderen Gast hier. Normalerweise spielt er im Sommer im Pascha auf Ibiza. Ladies and Gentlemen. Ich habe im Pascha in Köln Hausverbot. Give it up for David Guetta! Das ist Sarazar in Fett. Bin der Oberbefehlshaber der ukrainischen Marine zur See und ich werde einen Schwimmtest abnehmen und zur Grundausstattung gehört natürlich auch ein Bikini. Ja? Hallo. I'm the General Commander of the Ukrainian Sea Forces in Sevastopol and I want to acquire you for the Sea Marines and not any more work in the Land Army. So nämlich. 34.000 Euro für dich viel sind, dann solltest du vermutlich rausgehen. Eine 50 Meter vom Tankstellengelände entfernt haben Markus Zablowski und Rüdiger Quos ihren Stammplatz. Das Sammeln von Pfandflaschen sichert den beiden ein Zubrot. Chillig. In dem Sinne sind wir selbstständige Unternehmer, sag ich mal so. Mhm. Ja, die unser wir sagen immer Taschengeld dazu, aber im Endeffekt selbstständig. Das ist jetzt ein folgender Rucksack geworden, sehr großer. Ich werde ich tendiere auf Deuter. Deuter 60 Liter plus. Den größten Rucksack dabei haben. Komplett Overkill. Es ist wirklich ein sehr, sehr guter Rucksack. Mhm. Das hier ist der Rucksack. Also der ist Alman Level 8000, den schönen Deuter Rucksack in Blau rausgehauen. Ja moin! Ich laufe mit meinem Hund. Das ist so gesund. Alter, ich dachte immer so Kokain konserviert einfach den Körper und macht jung. Ich lauf mit ihm hin und her, das mag er so sehr. Der Hund bleibt die ganze Zeit stehen, der mag das überhaupt nicht hin und her zu laufen, der steht die ganze Zeit auf einer Stelle. Das Leben ist so bunt mit meinem Hund, tatü tata. Der Hund ist weiß, das ist auch nicht bunt das Leben. Feuerwehr ist da. Alles was der gesagt hat ist falsch. Hi, willkommen bei Burger in France. Wart ihr schon mal hier? Nein, nee? Edda, kein Problem. Ich auch nicht. Spaß, ich habe das Lokal hier gegründet mit meinem Bruder, nachdem wir 6 Monate in Chile waren und einfach so viel von der Streetfood-Kultur quasi eingeatmet haben, dass wir dachten, let's do it. Klar. Und jetzt sind wir hier. Ich erkläre es euch kurz, easy peasy, kein Stress. Ihr habt die Auswahl aus 40 verschiedenen Brotsorten. Ich empfehle euch das Roggenmischbrot für euren Burger. Das ist... Digga, ich hasse das. Gib mir einfach einen scheiß Burger. Richtig beliebt. Unsere Patties bestehen aus Aubergine. Kein Fleisch. Ja, aber mega lecker. Müsst ihr probiert haben. Ja. Was wollt ihr trinken? Cola? Haben wir nicht. Aber wir haben eine hausgemachte Rhabarbersaftschorle. Ich mach euch einfach 2 Rhabarbersaftschorlen. Digga, verpiss dich mit Rhabarber. Rhabarber schmeckt no joke einfach wie so eine Erdbeere, die überfahren worden ist, wo einer draufgepisst hat. So schmeckt Rhabarber. Rhabarber kann sich sowas von ins Knie ficken. Rhabarber ist so unnötig, Digga. Rhabarber ist so unnötig, Bro. Komm mir nicht mit Rhabarberkuchen. Das ist bitter, sauer und ekelhaft gleichzeitig, Digga. Rhabarber ist... Digga! Rhabarber, Junge! Imagine, es kommt jemand, sagt Rhabarber. Hier, Rhabarber. Ja, Rhabarber mit Zucker. Rhabarber mit Zucker.
Checkst du was, Digga? Du musst erst Zucker auf Rhabarber machen, damit der schmeckt. Rhabarber. Ich kenne keinen, der sagt, ich esse jetzt einen Rhabarber. Wer ist denn einfach ein Rhabarber? Wer ist denn ein Rhabarber einfach? Bäh. Mega nass. Was kaufen, was für den Mann von Welt. Ich bin ein luxuriöser Typ, nicht? Ja. Ja, so, hier so Luxussachen, das ist schon was für mich. Und ich habe für, ich glaube, ich habe für $1,600 habe ich SafeMoon Coins gekauft. Warum? SafeMoon ist eine absolute Schmutzwährung, kompletter Scam, nichts wert. Weil ich mir dachte so, Alter, Dicker, du musst es jetzt mitnehmen, bevor der richtig hochgeht. Bam, um die Hälfte reduziert. Um die Hälfte reduziert. Das kannst du niemandem erzählen. Doch, weil es eine Schmutzwährung ist. Weil ich mich auch nicht damit auseinandersetze. Das richtig. Ist genau wie das ist genau wie bei Wirecard. Ich setze 450 Euro in Wirecard rein, weil ich mir denke, oh Alter, gestern war der Kurs noch auf 100 Euro, jetzt auf 40 Euro. Ich werde übelst Plus machen, wenn es wieder hochgeht. Ich habe mich nicht mehr damit auseinandergesetzt, dass die Firma insolvent gegangen ist, weil die betrogen haben. Am nächsten... Der Typ hat wirklich fucking Wirecard-Aktien gekauft. Oh, Digga. Oh nein. Imagine. Oh nein. Ey, Tanzi, Bro. Am nächsten Tag war der Kurs bei 2 Euro. Erstmal, ich bin ganz offen und ehrlich. Mhm. Mir ist eine Plattform wie Reddit natürlich bekannt. Ah, okay. Ich sage euch ganz ehrlich, dieses Google-Ergebnis, ich bin da ganz ehrlich mit euch. Sehr ehrlich. Auch nicht als Verachtung gemeint oder so. Ist mir auch egal, was ihr darüber denkt, ehrlich gesagt. Ich wollte einfach nur gucken, ob irgendwo auf Krampf ein Pussypick geleakt worden ist. Oh, Junge. Oh, Digga. Wirklich einfach. Digga, König der Geier. König der Geier. Insane. Was sagt er hier noch? Nein. So. Ich wollte einfach nur gucken, ob irgendwo auf Krampf ein Pussypick geleakt worden ist. Das wollte ich einfach nur gucken, Digga. Dr. Google 2, danke schön. Phänomen, nein. Dankeschön. So? Ja. Deswegen habe ich das gegoogelt, Digga. In dem Sinne würde ich einfach mal locker flockern, wieder schauen und reingehauen. Ja.